Herzlich willkommen, Leute, zu einer Episode Paragon zusammen mit Shigo, Dadosh, Manus und Saxe. Hallo. 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 Paragon ist ja jetzt ein bisschen bekannter, Unreal 4 Engine, Third Person MOBA, und wir spielen einmal in einem Fünfer-Team, einmal gegen die KI, um das Spiel zu erklären, und dann einmal online in einem zweiten Video, oder vielleicht geht auch das Video lang genug, um euch alles zeigen zu können. Als erstes muss man sein Deck auswählen, das haben wir sogar alle am Anfang einmal gemacht, also wir haben ein Deck vorbereitet. Juhu. Und ich habe einen riesen Fehler gemacht, glaube ich. Nee, habe ich nicht, es geht immer noch, oder? Oh oh. Was denn? Doch, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Kannst du eine Rückgabe machen? Wo ist eine Rückgabe? Ja, Rückgabe kannst du machen. Oh, Gott sei Dank. Puh, da hat er noch Glück gehabt. Am Anfang kann man aus seinem eigenen Deck halt Karten kaufen. Die geben zum Beispiel Mana-Trank, einen Heiltrank, erhöhen deine Fähigkeitsstärke, deine Auto-Attack, Geschwindigkeit und so weiter. Also so ein bisschen ist das die Skillung. Die Items, die man kauft, sind die Skillung. Die Anfangs-Items, die Starter-Items, ist zum Beispiel halt Mana und Heiltrank, was dir ein bisschen am Anfang im Spiel helfen soll. Des Weiteren skillt man noch seine Fähigkeiten. Man hat 4 Fähigkeiten plus die ultimative Fähigkeit. Q, E, R für Ulti, linke und rechte Maustaste. Tötet mich. Und das Spielprinzip 3 Lanes mit Jungle. Wir spielen ohne Jungler in dem Match. Zurück. Und ja, zeigen euch mal ein bisschen was. Wir haben sogar die Rollen aufgeteilt. Der Manus ist ein Tank. Tank. Der Saxe ist Nahkämpfer. Dadosh ist Fernkampf-Damage-Dealer. Mhm. Ich bin Fernkampf-Damage-Dealer. Und Shigo ist Supporter. Mhm. Absolut korrekt. Auf den Lanes ist es wichtig, die Minions zu töten, denn die Minions geben Punkte. Mit den Punkten kann man sich dann neue Items kaufen und die erhöhen natürlich dann die Stärke deines Charakters. Geben natürlich auch EP, und die EP ist natürlich wichtig, um seinen Charakter zu leveln. Ah, da hinten versucht abzuhauen. Ziel ist natürlich, die fremdliche Basis zu zerstören auf dem Weg. Da sind sie dran. Nein. Oh, da ist noch einer. Ja, die gegnerische Basis zurück. Unsere zieht sich schon zurück. Jawoll, Alter. Easy Midlane, ey. Was ist los, ey? Wir machen Dadosh mal wieder ein kleines bisschen lauter. Bei dem ändert sich nämlich die Lautstärke immer. Das ist absolut gelogen. Okay, wir könnten ein Tor. Ja, immer schön bei den Dingern. Mein Charakter kann 2 Geschütztüren werfen und Ölspuren anzünden. Das ist ziemlich witzig. Alter, Pyromane. Okay. Dafür brauche ich aber eine zurück. Fähigkeit, mit der ich eine Ölspur werfen kann. Mana und Heiltränke in dem Spiel füllen sich übrigens in der Basis wieder auf. Das heißt, man kann sie 2-mal verwenden. Und wenn man zurück in die Base geht, hat man die dann wieder voll. Ich habe jetzt zusätzlich noch ein Vision Ward gekauft. Ich glaube, das haben die anderen nicht gemacht. Könnte ich in den Jungle setzen, falls da jemand kommt, sehen wir das vorab. Und wir brauchen jetzt mal ein bisschen EP. Gegnerteam ist Level 2. Auch, warte mal. Sind wir denn? Oh Gott, wir müssen, glaube ich, ein bisschen zurück, Randy. Aber der Linke, den könnte man eigentlich. Na, mach mal. Aber der. Da habe ich einen Müllteppich in die Masse und zünd den an. Ja. Ach, scheiße. Doppel Killkill, oder? Nein. Fuck. So. Ich brauch mal hier die Fähigkeit, sonst wird das nix. Du bist zurück zur Base, ne? Ja, ich denke, wenn du den Stun kannst, der steht ja gerade im Feuer. Ich geh mal zurück zur Base. Warte mal, Stun hab ich noch nicht. Ich hab nur Schilder. Hui. So, ich gehe jetzt mal shoppen. Den Link zum Spiel findet ihr natürlich wie eh und je und in der Videobeschreibung. Paragon sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wir schauen auch nochmal, oder ich werde mal nachfragen, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob es irgendwelche Art von Keys zu verlosen gibt. Seien Skins, Coins oder sonstiges. Ja. Schaue ich mal, ob man da was kriegen könnte für euch. Ansonsten, Paragon habt ihr, glaube ich, bei mir sogar schon öfter gesehen. Bei Wir haben es ja auch schon mal so gespielt. Und auf jeden Fall sehr cool, dass wir hier nochmal eine Kooperation bekommen haben. Und wie läuft's so bei euch da drüben? Ah ja, zurück. Wir pushen etwas. Au. Ja, wir haben halt Twin Blade. Ich bin Level 4. Ich muss mal zurück. Level 5er Ulti, ne? Ja. Okay. Thank you.
Wir könnten mal irgendwo ganken gehen, das bedeutet, irgendeiner könnte von alleine ausbrechen und zu anderen Lane gehen, um mal den Helden zu töten. Ich muss, Shigo, du musst stehen bleiben, ich muss Mana holen. Mhm. Ich habe jetzt unten zwei verbleiben. Zu mir kommen sonst. Genau, wenn du in die Base zurückkommst, kann man dann halt wieder einkaufen in den Skillpunkten, die man hat. Ich habe ein Zweier-Item extra mitgenommen. Das Zweier-Item ist für mich dafür da, um Mana aufzufüllen. Das habe ich relativ geschickt gemacht. Später muss man es dann wieder verkaufen. Ja, ist halt, ich habe meine Ulti. Praktisch. Okay, ich glaube, linke Seite könntest du ganken, wenn du rüberkommst. Wir sind hier eh defensiv, während Sax und Manus am Pushen sind. Also komm mal nach links. Okay. Rauf auf den Turm. Also wir sind, könnten eventuell einen Turm kriegen. Naja, ja, da kommt schon wieder der Gegner. Ich hab meine Ulti. Okay, so, Boys, kommt von hinten. Ja. Zack. Wo sind die Boys? Ja, ihr müsst schon einen Schaden machen. Ja. Ich bin dabei. Machen wir doch. Alles gut. So, ich geh da mal wieder, ne? Schild, war spaßig, Bubble. Du. Warum nehmt ihr die jemand auf? Doch gar nicht. Den könnt ihr holen. Ja. Oh nein. Diese. Wir haben einen. Ja. Ach, scheiße, bin aber drauf gegangen. Du bist raufgegangen? Ja, ja, der Turm. Nur der, wo ich nur hier. Nein! Du brauchst Elend. Ja. Okay, das war knapp. Okay, hauen wir mit auf den Turm. Willkommen. Soll ich zurückkommen? Ja, geh mal. Portier dich mal zur Base, weil da ist ja kaum noch Lane. Oben siehst du, wie viele Minions noch am Turm dran stehen, bevor wir dran sind. Mhm. So, warte mal, ich könnte noch ein Catchen nehmen. Okay. Jaha! Dum. Okay, die zwei. Der jetzt bei mir hier, Alter. Die ganken ja. Habt ihr einen Turm gekriegt? Nee, bisher noch. Die Spiele gehen teilweise auch richtig lange, Alter. Ja, jetzt selbst steht sie hier, Box. Komm, Shigo. Okay. Dann sie. Oh, die sind drei. Da kamen sie nicht raus. Also, wir haben hier drei bei Au. Nee, zwei haben wir. Ja, ich hab eine in der Mitte hier. Oh, fuck. Im Jungle sind natürlich auch noch Minions, die geben Buffs und Co. geben natürlich auch zusätzliche EP, des Weiteren kann man noch Harvest aber. Ja, ich bin gestunt. Ja. Komm, wir müssen hier mal ein bisschen weiter. Mhm. Ja. Ich hab leider schon wieder meinen Mana verballert. Ich hab schon keine AP. Okay, vier Minions bevor wir dran sind. Das heißt, das ist jetzt mal ein Turm. Oh Gott! Noch ein Turm. Wendy, wie sieht's aus? Der greift ja gerade unseren. Die greifen gerade unseren Turm an. Zwei Minions. Mhm. Wir haben einen. Oh. Wir haben einen Turm. Ich brauch Hilfe. Was? Den Turm haben wir nicht, aber. Alles gut. Gut, dann geh ich mal zurück. Warte. Wie gestunt. Oh. Den können wir kriegen. Los, go. Ich habe kaum. Warte, ich stürm vor. Ja, noch, der hat nicht mehr viel, Jetzt dauert er doch, jetzt gib doch. Sollte niemand ein Overlay haben? Warum steht der Turm? Sich gerade in der offenen Beta, haben wir den Turm nicht gerade weggeklatscht? Nein. Ach. Aber der Turm ist groß, eigentlich groß. Sein. Ja, der stand in Flammen. Na gut, doch, ja. Gut. Scheiße. Der ist ganz weg. Ah ja, das war so ein Rotz, verdammt. Wollen wir in die Mitte jetzt machen, den Turm? Das eine, was ich gerade gekauft hatte, was ich für Mana eigentlich geholt habe, habe ich jetzt wieder verkauft, damit ich mir direkt einen schönen Dolch holen kann. Jedes einzelne Item hat, also jedes Endgame-Item, hat noch die Möglichkeit, weiter aufgerüstet zu werden. Und rüstet man es komplett auf, das heißt, macht alle zwei, drei Sockel voll, dann gibt es noch einen extra Bonus. Da muss man halt drauf arbeiten. Oh, wow. Bin wieder da. Der hat 0 HP gehabt und trotzdem noch. Okay, krass. Mama. Was machen wir? Wir müssen mal irgendeine Seite pushen hier. Ja, der linke Turm ist schon weg, der läuft so. Ja, dann kann man mal in die Mitte. Knapp in dir! Er steht auf jeden Fall im Feuer. Ja. Nice. Braucht ihr in der Mitte nochmal Hilfe? Ich bin die ganze Zeit allein in der Mitte. Ich kann nochmal kurz auf die Mitte verschieben.
Ja, ja, dann kommen wir mit, dann können wir den Turm da auch nochmal wegmachen. Ja. Wir haben ja auch nur einen Gegner. Hab mein Ulti ready. Komm, wir gehen hier durch. Mhm. Er hat sich gerade weggeportet, das bedeutet, hier ist jetzt gerade keiner mehr. Das heißt, wir können den Turm auf jeden Fall pushen. Ja, okay. Hier, den hätte ich gern, Shizu. Ja. Ah, Moment, der hält eh so. Nichts aus. Ja. Zack. So, jetzt habe ich hier einen Buff. Ach, diese scheiß Minions, Alter. Glaube ich ein bisschen schneller. Den krieg mal. Den ja. krieg mal. Ja. Wir können noch angreifen. Nice. Jo. Hab Ulti. Ich auch. Geht los. Ist down. Yo, nice. Okay, wir können weiter pushen. Gleich weiter pushen. Ja. Jawohl. Da das kommt sieht einer richtig hier. Gut aus hier. Nice. Der Turm greift mich an. Oh. Ja, ich bin tot. Oh, doch nicht. Ja, das Ding ist, du darfst den Held nicht angreifen, wenn. Greift mich immer noch an. Ha, Komm. Oh, jetzt geh auf den Turm, geh auf den Turm. Und. Hab ihn. Komm. Jawohl. Hab ihn. Ich komme zu euch. Ich bin weg. Hilfe. hier ist noch ein anderer Held. Er ist gleich down. Er ist down. Okay. Ah, dominating. Aber da sind wir doch richtig gut durch, oder? Also einer kommt von rechts zu euch ja. in der Mitte. Ah ja. Okay, greift den rechten Turm an. Links wird unser Turm auch angegriffen. Brauchst du Unterstützung? Ja, es ist bis jetzt einer, ja, aber sie zieht sich schon mal gar nicht so verkehrt. Komm, ich verschieb ihn. Lass die Bitch mal hier wegmachen. Okay, die ist gestunt. Ich hab grad kein Mana, aber die machen wir jetzt. Zack. Okay, nice. Ich muss zurück. Also, wenn du von hinten kommst, also schon mal. Na, Moment, er hat dich entdeckt. Er hat dich entdeckt. Aber jetzt müsstest du zu mir kommen. Ulti, ich hab die Ulti ready. Oh, den krieg mal. Ja, den krieg ich ohne Ulti. Jawohl. Oder? Was macht er? Ja, der ist weg. Wir können wir links angreifen. Lass ja, ihr die ich Fix zurück. Wegmachen. Und ich dann kann nichts rüberkommen. Ich krieg gerade die Ulti von Twinblade. Ich komm. Juhu. Ich hab meine Ulti auch noch ready, aber ich bin noch ein bisschen weiter weg. Ne, halt, auf die Minions vor. Jetzt. Ja, ja. Sind gar nicht so viel. Ich schau drauf. Drauf. Ja. Ich bin da. Ulti geht los, warte auf. Und zack. Da auch. Geh los. Okay. Ja, drauf halten. Oh, oh Gott, oh Gott. Alles weggemacht. Wow. Und? Ich bin gestorben. Jetzt. Ja, ab. Nice. Da, 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 da. Kommt dort level ein Gegner. Oh Gott, da kommt ja noch ein Gegner. Brauch noch ein bisschen. Ja, ich team mich einfach zu unserem Turm wieder zurück, das passt schon. Ich kann ja so sliden nach vorn und hinten. Wie sieht's links aus bei euch? Ihr seid auch ja, pushen wir gerade. Sind sehr weit oben, ja. Dann push gerade. Soll ich links mit pushen? Nee, wir hauen jetzt auf Turm Nummer 2. Ja. Ja, dann bleib ich okay, bei rechts. Die, die kommen zu zweit. Der eine hat an sich nicht viel. Windblade schießt auf mich. Mhm. Ich hab du stehst Ulti. Jetzt, geh aus dem Turm raus, halt. Geh aus der Range raus. Ah. Den haben wir, die haben unseren, aber wir haben sie auch. Turm ist gleich down. Jetzt. Ja. Was? Nee, doch nicht. Ich habe jetzt 7 Karten. Ach, shit. Der hat auch nicht mehr viel. Ja, komm, in die Fresse, Junge! Ja, noch nicht mehr viel, die Fresse! Ja. Ja, und nochmal die Fresse! So, hierfür krieg ich schon mal den Bonus, plus 12 Macht. Nein. Fuck, ey. Okay, ich geh auch mal wieder zurück. Ich habe jetzt ein komplett aufgerüstetes Item. Warum laufen die da durch? 11 Punkte drin. Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist einfach nur um Schadenregulierung. Das ist wie ja meinst du das? Naja, so. Wenn, ne, du kriegst halt Windschuh Schaden, nee. In die Mitte, die Gegner. Okay. Ich geh Mitte. Oh, was ist in Mitte los?
Komm auch. Oh, da gibt's Feuer! Und meine Ulti geht. Ja, der ist doch schon los. Down. Jawohl, der ist auch down. Ui. Ich hab einen Mega-Streak. Ja, Gideon ist auch stark. Ja, ist ein nicer Hero. Die Ulti ist halt mega krass. In meiner 5er Gruppe sieht das schon anders aus, weil dann hauen die dich um, bevor die durch ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich sehe, du haust ab. Geh mal rechts. Ja. Also. Geh mal mit. Warte, eben die Feuerbuff-Fliege hier. Zack. Bist du da? Ja, sehr gut. Ich bin mit da. Mana niedrig, wo ist er hin? Da ist er hin. Ah, da ist er leider noch einer. Ja. Ah, Spiel ist dann. Ich bin bei euch, Leute. Ihr macht das schon, ich push hier. Sieht gut aus. Einer will abhauen, den habe ich. Nein, hau da nicht. Okay, da kommen zwei Helden jetzt zu mir. Ich pushe mich gerade die Mitte. Der Turm ist zur Hälfte runter. Wo will der hin hier, der kleine Pimmel? Lauf hier bitte. Bist du mit dem rum? Ganz chillig. Hallo Shigo. Guten Tag. Ich war gerade verwirrt. Naja, passiert schon mal. Ich komm mal zu euch rüber. Hab ihn. So, nice. Oh nice. Die pushen dafür auch die linke Seite komplett, ne? Ja, wir können weitermachen hier. Ja. Aber wir können hoch. Go! Anna! Ich muss raus! Ihr wird nicht abgehauen! Okay, der Turm geht halb auf mich. Ja, weil ich schon tot bin. Naja, aber ich schaff das. Der Weg ist doch mal holen hier! Ja, bin doch schon dabei, Junge! Das bin so hart. Ich schaff, jawohl. Au, jetzt hab ich Probleme. Die habe ich schon immer. Jetzt, wo wir den Inhibitor down haben, kommen da jetzt stärkere Minions. Genau, jetzt kann man so mega creepen. Okay, ich geh drauf. Aber der Fetter hat nicht mal viel. Was kommen jetzt zu stärkere Minions? Weil auf der rechten Seite, weil der Inhibitor down ist. Davon. Das ist der letzte Turm auf der rechten Seite. Dadurch laufen jetzt da stärkere Minions lang. Also die sollte man grundsätzlich versuchen zu beschützen. Weil der eine rennt weiter und weiter, der bei dir war da. Ja. Ich wollte ihn halt töten, aber er ist abgehauen. Wie viel haben wir denn? 2. Also ich gehe wieder auf die rechte Seite, ja? Ja. Ja, wenn wir überall die Inhibitor down haben, dann haben wir schon TG quasi. Hey, 2 Punkte erreicht. Ich habe ihn gefunden, Dadosch. Hey. Ey, gib mir doch gib mir halt keinen Boost. Komm nicht an ihn ran. Kriegst du ihn denn, meinst du? Er läuft halt immer noch weg. Den? Ich komme. Speed Boost. Er will abhauen. Der fiel halt immer mancher. Du bist ich immer will nicht jetzt schnell genug? Nee. Ich muss da raus. Ja. Und uns ist hier mal. Ich hab ein Leben. Ich kann dir nicht helfen. Ich push mal die Mitte, dann haben wir da auch den Ebene. Ist immer noch hinter mir her. Ich komm zu euch, Gut, da hinten nicht hin, weil das ist ja. Ne? Naja, wir sind ja auch gleich am Arsch. Hab Ulti. Wenn wir hier bleiben. Die Minions kommen hier. Werf noch einen Turm rein. Lass auch schon mal die Minions auf Minions hier treffen. Jo. Da hinten kommt wieder jemand. Toll. Ja, die Ulti war gerade ein Arsch. Dafür meine nicht. Okay. Oh, ich bin Level 10. So, lass durchpushen, ne? Was? Wow. Das hab ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ah, er hat mich aufgeladen, toll.
Ach, der Inhibitor lädt sich relativ fix wieder auf, ey. Nein, das ist der mittlere, wo wir gerade stehen. Ja, und da habe ich den bis zur Hälfte runtergeballert, dachte ich. So, ja, ne, wenn du den stehen lässt, dann ist er schnell wieder voll. Nice. Ja, es sind ja schon rechts aus. Rampage noch, falls er abhauen will. Mhm. Leg im Feuer da in die Quere. Au. Oh, aufpassen! Hilfe! Hilfe! Das geht gut ab, oder? Ja, lass mal jetzt fertig machen da. Komm auf den Kern. Ich bin down, what the fuck war das? Mein 10-0er. Ich hab 10-0, verdammte Scheiße. Oh, der Kern. Lädt der Kern sich auch wieder auf? Nein. Doch, mit langem Bauch, oder? Ich glaube, das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ja, das war's. Na. Den hat ein MG. Wofür ist der Timer? Aber weil der Kern low ist. Ja. Ich bin am Kern. Ja, ich auch. Und fertig. Ja, ich hab auch noch drauf gehauen. Glückwunsch. Sehr wenigstens schön. Was. Ja, super. Level 10 sollte man schon sein, finde ich. 10 Kills sollte man haben, finde ich. So, auf jeden Fall hier sieht man halt am Ende noch das Scoreboard. Eine Match hat 21 Minuten gedauert. Das ist relativ kurz, ja. Das wird gegen Spieler ein bisschen länger gehen als so. Das war auf jeden Fall mal ein kleiner Einblick in Paragon. Es wird noch ein Video kommen, ja. Das mit den Kartendecks, das ist ein bisschen komplizierter. Wir haben halt unser Deck schon zusammengestellt. Es gibt sehr, sehr viele Karten und man bekommt auch sehr, sehr viele EP, Boni, Ruf, whatever. Also man kriegt Kisten, also da kommt eine ganze Menge. Und gerade ist es ja, wie gesagt, in der offenen Beta, das heißt, man kann sich auf jeden Fall mal anschauen und kostenlos. Ja, kostenlos. Schaut mal an vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.